Ja, hallo zusammen. Ich möchte ein kleines Update bringen, was das Thema Coronavirus anbelangt. Ich möchte mich als allererstes bei der Regierung vom Fürstentum Liechtenstein für die getroffenen Massnahmen bedanken. Und zwar dort hingehend, dass sie von einer kompletten Ausgangssperre, wie es in Italien oder Tschechien ist, abgesehen haben. Es wäre weder für die Physis noch für die Psyche förderlich gewesen. Denn genau jetzt, wo eigentlich die ganze Sperre richtig losgeht, kommt die schöne Tag. Und wenn ihr da seht, bei mir herrscht doch ein reger Drang, zum schönen Wetter zu geniessen. Und die Leute möchten halt auch verdussen sein, was kein Fehler ist. Denn gerade beim schönen Wetter und der ultravioletten Strahlung von der Sonne werden die Coronaviren abgetötet. Es wäre also effektiv ein Fehler, jetzt daheim zu hocken. Es gilt jetzt einfach, der Appell an die Eigenverantwortung und den Empfehlungen von der Regierung zu folgen, sprich 2-Meter-Regeln einzuhalten, also die sogenannte Desozialisierung. Keine Hamsterkäufe zu tätigen, weil es ist nicht nötig. Der Aufruf gilt vor allem denen, die es nicht glauben und nach wie vor nicht tun. Der ganze Video von der Regierung von gestern, von der Pressekonferenz von der Regierung, verlinke ich euch unten. Und ich wünsche noch ein schönes Überleben vom Coronavirus. Bye, bye.